meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Video und das nehme ich jetzt zum dritten Mal schon auf. Yay! Nee, Spaß. Und zwar, für viele gibt es momentan in der Community, beziehungsweise Call of Duty Community, sagen wir mal, ein Zusammenhalt, der eh wieder schön ist, aber auch ein etwas trauriges, dass es so passieren musste. Und zwar dieser Maurice bzw. Mo Viku ist erschlagen worden, hat sich mit einem Typ getroffen und die waren dann zu 20 dort und 5 haben auf ihn eingeschlagen und er ist dann gestorben in seinem eigenen Blut. Das heißt, er ist wegen den Schlägen am Kopf gestorben. Das beunruhigt die meisten momentan und es ist ja auch einfach scheiße, dass das so passiert. Und in der Community müssen wir wirklich zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten, als Community, als Gaming-Community. Wir sollen froh sein über das, was sie haben. Und wir sollen wirklich dankbar sein. Und wir müssen unsere Tage so leben, als wäre es unser letzter. Jeden Tag aufs Neue. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Stell dir vor, du gehst gerade über den Bahngleis, du denkst dir, ja, schönes Leben, und dann bist du tot. Das geht ganz schnell. Du musst, oder du fährst mit dem Moped oder was weiß ich und wirst überfahren. Da gibt es 1000 Möglichkeiten, wie du sterben kannst. Stirbst ja mal. Und warum ist die Community so scheiße momentan? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich glaube, weil es gibt, weil sie einfach erstens momentan scheiße ist und zweitens, es gibt kaum respektvolle Typen oder Typen, die momentan ja Respekt vor dir haben oder dich nicht beleidigen. Davon gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz keine, kaum welche. In Österreich sind die etwas chilliger und in Schweiz auch, es gibt auch in Deutschland ein paar chillige, aber die ganzen die meisten Leute kommen aus Deutschland, die absolut rumbeefen und so weiter. Und stell dir vor, ihr beginnt jetzt mit einem Beef und einer von euch zwei stirbt, genau. Dann ist es aber das für euch das urscheiß Gefühl oder für ihn. Er kann den Beef nicht mehr auflösen. Er oder du bist gestorben. Einer und nur ihr zwei konntet den Streit lösen. Also, am besten beginnt ihr einen Beef und beendet ihn gleich wieder. Oder beginnt gar keinen, das ist die beste Lösung. Und man kann sich dafür auch nicht mehr entschuldigen. Ich würde mich mein ganzes Leben lang ganze Scheiße fühlen, weil ich kann mich nicht mehr entschuldigen, ich kann diesen Beef nicht mehr zu Ende führen. Ich würde die ganze Zeit im Hintergedanken, die ganze Zeit diesen Beef haben. Jeden Tag. Und wir müssen uns wirklich gegenseitig helfen. Wir müssen unser Ego mal scheißen und uns helfen. Wir müssen die Community wieder aufbauen. Wir müssen wirklich dranbleiben. Und gute Spieler hören auf, es macht den meisten keinen Spaß mehr und es wird auch jedem, auch dir und auch mir wird auch die Lust irgendwann vergehen, wenn die Community so weiter so scheiße ist. Und wenn du mal spielst und er besser ist als du, oder wenn irgendwer besser ist als du, am besten beleidige ihn nicht, sondern frage ihn, wie du besser werden kannst, weil er kennt deine Schwächen, er kennt, wie du schneller besser wirst. Und so wirst du besser. So, nur so eigentlich. Du kannst auch durch Spielen besser werden, das sagen die meisten. So, stimmt, keine. Das sage ich nichts dagegen, aber du wirst schneller besser, wenn du deinen Gegner fragst, welche Fehler du machst. Er wird nämlich, wenn er dich besiegt hat, wird er wissen, wo du noch üben musst. Zum Beispiel in Rocket League, da kannst du, wenn du alles im Spiel kannst, du kannst jede Tricks, bla bla bla, aber wenn du der Spielstil fehlt, dann kannst du, egal welchen Rank du bist, kommst du nie höher. Du musst dieses Spiel beherrschen, und zwar so, dass du es, sagen wir mal, die Rotation und so weiter drauf hast. Wenn du die Rotation und so weiter nicht drauf hast, wirst du auch nie etwas erreichen. Du wirst wahrscheinlich Diamant kommen, vielleicht nicht mal das. Und nur so wirst du besser, wenn du den Gegner fragst. Und so wirst du jedes Ziel erreichen. Wenn du einen Lehrer fragst, ist genau dasselbe. Du wirst dadurch besser.
Egal wie viele Fehler du gemacht hast, er wird immer irgendeine Antwort geben, außer er ist vollkommen tot. Dann wird er jetzt nichts sagen, aber es ist einfach so und wir müssen als Community wirklich zusammenhalten. Okay, das war's jetzt wieder von mir. Wenn du Moush helfen möchtest, dann einfach entweder Clantag ändern, einfach M-O-U eingeben oder hier unten spenden. Das Konto ist von der Mutter von ihm und die braucht es wirklich für die Beerdigung. Und ja, ich habe nie, glaube ich, mal einmal gegen ihn gespielt. Und ja, ist halt leider scheiße, wenn jemand von uns geht. Und mein Beileid an die ganze Familie und Freunde. Und das war's mal von mir. Denkt über das Wort nach und haut rein. Euer Black Mirror.